أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag, und wir danken Allah azza wa jal dafür, dass er so gnädig zu seinen Dienern ist, werden wir bi'idhnillah ta'ala Allah Azza wa Jalla preisen und seinen edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnen, damit es unsere Herzen gut geht. Denn wie viele Herzen sind krank in dieser Zeit? Und ein Doktor kann diese Herzen nicht heilen, aber die Religion des Islam, sie kann dein Herz heilen, denn du brauchst das Gedenken an Allah Azza wa Jal, damit es deinem Herz wieder gut geht. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma tahhir qulubana. Liebe Geschwister, warum machen sich die Kuffar über die Gläubigen lustig? In eurer Anwesenheit werden wir inshallah ta'ala heute über dieses Thema sprechen. Warum lachen die Kuffar über die Muslime? Und wir sollten eine Sache wissen, liebe Geschwister: Seit Allah Azza wa Jal den ersten Gesandten zu dieser Menschheit entsandte, und es war Nuh alayhi salam, war dieses schon eine gängige Art der Kuffar, dass sie sich über die Muslime lustig gemacht haben. Und das ist die Sunna von Allah Azza wa Jal, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedes Mal die Gläubigen mit den Kuffar prüft, liebe Geschwister. Und die Kuffar sind mehr als die Gläubigen. Allah Azza wa Jal sagt: وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten auf der Erde folgen würdest, so würden sie dich von dem Weg, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wegbringen. Die meisten. Allah erkennt seine Diener, er kennt ihre Herzen und er weiß, ob es mehr Muslime oder mehr Kuffar auf der Welt gibt. Und tatsächlich ist es so, dass er uns Subhana hier in dieser Aya bestätigt hat, dass die Kuffar immer mehr sind als die Muslime, liebe Geschwister. Und es war so, dass seit der Entsendung von Nuh alayhi salam die Kuffar sich damals schon über die Muslime lustig gemacht haben. Das ist ein Gesetz Allahs Azza wa Jal. Allah Subhanahu sagt uns im Koran, liebe Geschwister: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und kein Gesandter wurde zu ihnen entsandt, außer dass sie sich lustig über ihn gemacht haben. Ein Gesandter Allahs, Allah entsendet einen Gesandten mit seiner Barmherzigkeit, damit dieser die Menschen von der Finsternis zum Licht führt, von der Finsternis zum Licht führt. Und Allah Azza wa Jal entsendet ihn nur, schickt ihn nur, damit die Menschen nicht in das Höllenfeuer geworfen werden, damit sie ihm befolgen, seine Gesetze annehmen, denn es sind die Gesetze Allahs Azza wa Jal. Die Barmherzigkeit Allahs kommt zu den Menschen und sie, wal'iyadu billah, haben nichts anderes zu tun, als sich über die Gesandten lustig zu machen. Kein Gesandter wurde zu ihnen entsandt, außer dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Ausnahmslos haben sie sich über alle Gesandten lustig gemacht, von Nuh alayhi salam bis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ewa Allah! Barmherzigkeit kommt zu ihnen und sie tauschen diese Barmherzigkeit um
indem sie wal'iyadu billah Allahs Zorn erregen, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt Subhana, und er verdeutlicht uns, dass dieses so sein muss. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Und so haben wir für jeden Propheten einen Feind bestimmt. Von wem? Von den Shayatin, den Teufel, sowohl von den Menschen als auch von den Jinn. Gibt es Shayatin von Menschen? Ja, es gibt sie. Allah Azza wa Jal bestätigt das in dieser Ayah. Das sind Leute, die haben einen Körper aus Fleisch und Blut, einen menschlichen Körper, aber ihre Herzen sind die Herzen von den Shayatin. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Wallahi al-Azim, sie haben Herzen von den Shayatin. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer anderen Ayah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Und so haben wir auch für jeden Propheten einen Feind bestimmt von den Verbrechern. So hat Allah Azza wa Jal sie genannt. Von den Verbrechern. Warum? Weil diese Leute, wal-iyadu billah, die Gesandten getötet haben oder sie der Lüge bezichtigt haben. Das war immer ihre Handlungsweise gegenüber der Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Nuh a.s., er ging es nicht anders. Er war 950 Jahre unter seinem Volk und er hat viel erlebt. Er hat viel mitgemacht, liebe Geschwister. Und subhanallah, Allah Azza wa Jal beschreibt uns, wie die Situation von Nuh a.s. war. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِّنْ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von den Menschen an ihn vorbeikam, an Nuh a.s., haben sie sich über ihn lustig gemacht. So. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Was sagte Nuh a.s. zu ihm? Wenn ihr euch über uns lustig macht, ihr Kuffar, euch über die Muslime lustig macht, so werden wir uns über euch lustig machen, morgen am Tage der Auferstehung. So werden wir uns über euch lustig machen, so wie ihr euch über uns lustig gemacht habt. Subhanallah al-Azim. 950 Jahre verweilt dieser großartige Gesandte, und er war der erste Gesandte, und sie haben nichts anderes zu tun, als ihn, wal-iyadu billah, zu beschmähen, der Lüge zu bezichtigen, sich über ihn lustig zu machen, liebe Geschwister. Lasst uns erfahren, warum machen sich die Kuffar über die Gläubigen lustig? Ein Grund dafür, liebe Geschwister, ist der Hass, der Groll in ihren Herzen. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Und sie haben ihn aus keinem anderen Grund gegrollt, ihnen Hass gegenüber erwiesen, außer weil sie an Allah geglaubt haben, den Allmächtigen, der des Lobes würdig ist. Das war der Grund. Hass, Groll. Warum? Allahu a'lam. Die Muslime haben immer ein schönes Wesen gehabt. Die Muslime kamen mit Barmherzigkeit zu diesen Menschen. Und ganz gleich, was diese Menschen ihnen angetan haben, so haben die Muslime immer die Hände entgegengestreckt und gesagt, bereut bei Allah und ihr seid unsere Brüder. Ist es nicht so, liebe Geschwister? Und wir sagen zu jedem, weil auch die Nicht-Muslime unsere Unterrichte hören, ganz gleich, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, wir laden dich ein zum Islam. Denn das ist der wahre Weg. Und selbst wenn du diese Verbrechen damals gemacht hast und du kehrst mit einem reuigen Herzen zu Allah Azza wa Jal um, wallahi wisse, Allah Azza wa Jal eröffnet dir die Tür seiner Barmherzigkeit, weil er subhana nur eine Sache von dir möchte, dass du ihm einzig und alleine dienst. Bist du nicht bereit dafür? Mehr will Allah Azza wa Jal nicht von dir. Dafür ist er bereit, subhana, dir ein langes, ewiges Leben im Paradies zu schenken. Allahumma rizukna al-Jannah. Liebe Geschwister, über alle Propheten hat man sich lustig gemacht. Ein Grund dafür war, dass sie gehasst haben. Wal-iyadu billah. Purer Hass. Und das merken wir. Sie hassen die Muslime, weil sie Muslime sind. Das ist der Grund. Das ist der Grund, und deswegen hat Allah Azza wa Jal diese Ayah herabgesandt, liebe Geschwister. Ein zweiter Grund ist der Neid. Sie sagten die Kuffar in Mekka, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ
min al-qaryatayn 'azim. Wäre doch dieser Koran nur auf einen Mann herabgesandt worden, der von diesen gewaltigen beiden Städten ist. Was haben sie damit gemeint? Muhammad sallallahu alaihi wasallam passt nicht zu uns. Wäre es jemand, den wir für gut erachten, wäre es jemand, der eine Stellung bei uns hat, so wären wir damit zufrieden. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte diese Botschaft nicht bekommen. Nein. Daraufhin kam die Ayah, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, sind sie es, die die Barmherzigkeit deines Herrn verteilen? Allah verteilt die Barmherzigkeit, wem er will. Allah gibt das Prophetenwesen, wem er will. Allah Azza wa Jal macht zum Gesandten, wen er will. Er erwählt aus, wen er will. Und niemand darf hier mitbestimmen. Sie aber, die Kuffar, waren nicht zufrieden damit. Und das ist eine Eigenschaft von den Kuffar, dass Allah Azza wa Jal ihnen einen Propheten entsendet, ihnen einen Propheten oder einen Gesandten schickt und sie sind nicht zufrieden damit. Wer hat ihn erwählt? Allah. Sie sagen zu Allah, wir sind nicht einverstanden mit dem, was du erwählt hast. Allahu Akbar. Kabir. Kabir, liebe Geschwister. Das ist aber ihre Art gewesen. Und auch ein anderer Grund, warum sie sich über die Gläubigen lustig machen, ist ihr Kibir, ihr Hochmut. Wal-Iyadu Billah. Allah Azza wa Jal beschreibt die Heuchler eigentlich mit diesen Ayat. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قالوا انؤمن كما امن السفهاء. Wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt so wie die Menschen, wie die Gläubigen, allen voran die Sahaba glauben, so sagen sie, sollen wir so glauben, wie diese wörtlich Schwachköpfe glauben? So haben sie die Sahaba bezeichnet. Sollen wir so glauben, wie diese Schwachköpfe glauben, wie diese dummen Menschen glauben? Allah, der über den sieben Himmeln ist, seine Antwort kommt, Ala innahum humus sufaha. Sie sind die Schwachköpfe. Niemand anderes als diese Kuffar, die dasselbe über die Gläubigen gesagt haben. Wer sind die Schwachköpfe? Und nicht die Gläubigen, die die Gesetze Allahs Azza wa Jal erfüllen und seinen Propheten und Gesandten gefolgt sind. Ala innahum humus sufaha. Allah bestätigt, sie sind die Schwachköpfe. Niemand anderes ist ein Schwachkopf außer sie. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Wenn sie die Gläubigen treffen, hört, wir reden eigentlich über die Heuchler. Liebe Geschwister, aber auch die Muslime sollen zuhören, weil die Zeit, وَلَيَّادُ بِاللَّهِ, die Herzen der Muslime in kranke Herzen gewandelt haben. Weil die Herzen der Muslime in kranke Herzen gewandelt wurden, liebe Geschwister. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Und wenn sie die Gläubigen treffen, deswegen sind sie Heuchler, dann sagen sie, wir glauben. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Wenn sie aber zurückkehren zu ihren Shayatin, zu den Köpfen der Kuffar, hier die Yahud gemeint, liebe Geschwister, dann sagen sie, wir sind mit euch. Wir machen uns nur lustig über diese Schwachköpfe. Wir machen uns nur lustig über diese Verrückten, über diese Schwachköpfe. Subhanallah. Heuchler. Heuchler. Lieber Bruder, und ich weiß, dass der eine oder der andere auch hier sitzt. Wenn er hier mit den Muslimen ist, dann sagt er, Qal Allah. Allah sagt, und er sagt, Allahu Akbar. Aber kaum sitzt er mit seinen Freunden von der Schule, von der Uni, vom Sport, dann macht er sich lustig über die Religion Allahs. Möchtest du ein Heuchler sein? Ich frage dich direkt, ja, dich Bruder, möchtest du ein Heuchler sein? Diese Ayat sind über die Heuchler. Allah Azza wa Jal hat 20 Ayat herabgesandt. Möchtest du zu ihnen gehören? Wir kennen manche sogenannte Muslime. Wenn sie mit den Gläubigen zusammen sind, dann verhalten sie sich wie ein Gläubiger. Und sie beten sogar. Aber wenn sie hören, dass Kuffar sich lustig machen über unsere Religion, dann bleiben sie weiter mit ihnen sitzen. Ja, der eine oder der andere lächelt sogar mit. Schäm dich! Wallahi al-Azim, passe auf, dass Allah dich am Tage der Auferstehung nicht mit den Heuchlern zusammenführt. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Schaut mal, was Allah Azza wa Jals Antwort ist auf diese Leute, die gesagt haben, wenn wir mit den Kuffar zusammen sind, dann machen wir uns lustig über die Muslime.
Allahu yastahzi'u bihim. Allah macht sich über sie lustig. Allahu yastahzi'u bihim. Allah macht sich über sie lustig. So wie sie sich über die Gläubigen lustig gemacht haben, so wird Allah Azza wa Jal sich über sie lustig machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das, was sie mit den Gläubigen gemacht haben, auf sie zurückkehren wird. Yawmul Qiyamah. Allahumma ja'alna min al-faizin. Wallahi al-azim, sie werden das erleben. Yawmul Qiyamah, liebe Geschwister. Warum? Für ihr Kufr. Und schaut mal, wir haben viele sogenannte Muslime in dieser jetzigen Zeit. Sie bringen Fernsehsendungen heraus, wo man sich lustig über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht. Wo man, wal'iyadu billah, kaputte Schauspieler holt, die alkoholabhängig sind, die Drogen nehmen und sie präsentieren Umar ibn al-Khattab. Sie präsentieren Uthman ibn Affan, Ali radiallahu an. Einer, der keine Rechtleitung hat, soll Leute präsentieren, die bei Allah recht geleitet waren. Man macht sich lustig über sie, liebe Geschwister. Warum? Weil das schon immer die Eigenschaft der Kuffar war, dass sie sich über die Muslime lustig gemacht haben. Und das war in der Zeit damals vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie zu der Schlacht von Tabuk ausgezogen sind, um gegen die Feinde Allahs zu kämpfen, liebe Geschwister. Da kamen einige der scheinbaren Sahaba, und sie haben sich lustig gemacht über die großartigen Gefährten, die von Allah Azza wa Jal bestätigt wurden im Koran. Sie haben gesagt, die haben dicke Bäuche, die sind Feiglinge, diese Leute sind nur mit Essen beschäftigt. Wörter. Als sie dieses gesagt haben, kam die Offenbarung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von über den sieben Himmeln, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Wenn du sie fragst, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihre Wörter, nein, gewaltigen Wörter, was sie gesagt haben, dann sagen sie nur, wir haben schweifende Gespräche geführt und wir haben nur gespielt. Schaut mal, was die Antwort ist. أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Macht ihr euch etwa lustig über Allah, über seine Zeichen, über seinen Gesandten? Ihr seid Kuffar geworden von Allah. Eine Bestätigung. Ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Wie viele sogenannte Muslime, ich nenne sie absichtlich sogenannte Muslime, weil kein Muslim, wal'iyadu billah, sich lustig über seine Religion macht. Und Sheikhul Islam, rahmatullah alayh, sagt über diese Ayah, هذا دليل على أن من انتقص الدين جادا أو هازلا فقد كفر. Derjenige, der sich über die Religion in irgendeiner Weise lustig macht, so ist er ein Kafir geworden. وَهَذَا الْقَوْلْ بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا. Das ist ein Ijma' der Ulama. Viele Großgelehrte haben ihn festgehalten. Weil diese Ayah das sagt, sie haben gesagt, wir führen nur schweifende Gespräche und wir spielen nur herum. Und schaut mal, wenn wir ihre Wörter heute vergleichen mit der Zeit, in der wir sind, wo viele, wal'iyadu billah, Serien über den Spott der Religion laufen im Fernsehen. Was sagen wir dann? Dann waren das leichte Wörter. Diese Wörter, die sie gesagt haben, die scheinbaren Sahaba, und Allah hat sie zu Kuffar erklärt, diese Wörter sind nichts im Vergleich zu dem, was heute gesagt wird. Was sehen wir heute? Alles in den Fernseher, liebe Geschwister. Und das Schlimme ist, dass die Muslime sowas noch mit Freude anschauen. Sie versammeln ihre ganze Familie um 18 Uhr, um 19 Uhr kommt meine Familie. Heute läuft unsere Lieblingsserie. Leute, die sich lustig machen über die Religion Allahs. Wallahi, du hast deinen Anteil an dieser Sünde, wenn du das schaust. Ein Muslim bleibt niemals dort sitzen, wo Allahs Zeichen verspottet werden. Wo Allah, subhanah, wal'iyadu billah, verspottet wird, wo sein Gesandter verspottet wird. Aber schaut mal, in welcher Zeit wir leben, liebe Geschwister. Diese sogenannten Sahaba haben nur diese paar Wörter gesagt. Und sie sagten dann, wir haben nur herumgespielt, wir haben einfach nur Worte gesagt. Wenn du heute zu einem Muslim sagst, der sich über den Bart von Gläubigen lustig macht, über den Niqab von einer Frau, was sagt er dir?
Ach, das ist doch nur Spaß. Käfer! Spaß oder nicht Spaß, ernst oder nicht ernst, du bist ein Käfer geworden. Ewallah. Qad kafartum ba'da imanikum. Ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Ja, ich stehe heute nicht hier, Wallahi al-Azim. Ich stehe nicht hier, um eine Gruppe zu vertreten oder eine bestimmte Person zu vertreten. Ich vertrete meine Religion und eure Religion. Habe ich etwas gesagt, was von mir ist? Qad kafartum ba'da imanikum. Ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Khalas, Allahs Worte und wehe dir, dass du nicht daran glaubst. Einfache Worte haben sie gesprochen. Sie sind dick und sie sind Feiglinge. So was sagen sie über die Sahaba. Wenn die Sahaba keine Muslime sind, wer dann? Wenn die Sahaba nicht die besten Menschen waren, wer dann? Und schaut die Wörter, die wir heute hören in dieser heutigen Zeit. Wallahi al-Azim, sie sind heftiger als das, was diese Leute gesagt haben. Und wegen diesen Leuten kam aber die Eier herab. Wegen diesen Leuten kam die Eier herab. Wehe dir, dass du dich über einen Mann lustig machst, der einen Bart hat. Wehe dir, dass du dich über eine Frau lustig machst, die einen Niqab trägt. Wallahi al-Azim. Und schaut, subhanallah al-Azim, diese Leute haben gesagt, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, sie haben gesagt, guck mal diese Sahaba, die sind dick, die essen viel. Und das sind Leute, die sind Feiglinge. Das waren die Worte, die sie gesagt haben. Aber was war die Eier, die Allah herabgesagt hat? Sprich, macht ihr euch über Allah, über seine Zeichen und über seinen Gesandten lustig? Subhanallah. Was haben diese Worte jetzt über die Sahaba mit Allah und seine Zeichen und seinem Gesandten zu tun? Das ist Religion. Also waren diese Wörter zurückzuführen auf die Religion. Nicht, dass du heute kommst und sagst, ich habe mich nur über den lustig gemacht. Du machst dich über ihn lustig, weil er einen Bart trägt. Und dieser Bart gehört zur Religion. Wer ist mit diesem Bart, mit diesem Gesetz gekommen? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wer hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses Gesetz offenbart? Es war Allah azza wa jal. Möchtest du es mit Allah azza wa jal aufnehmen? Wallahi al-Azim, dir sind die Worte nicht bekannt, die du sagst. Und ich sage dir das, und verzeih mir, lieber Bruder, ich sage dir das, Wallahi al-Azim, das hat damit zu tun, dass du kaum den Koran liest, dass du kaum mit der muslimischen Gemeinschaft zusammen bist, dass du kaum deine Religion lernst und du bist mit Leuten, die in der Irre sind und mittlerweile bist du selbst in der Irre, ohne das gemerkt zu haben. Möchtest du so sterben? Möchtest du mit diesen Leuten auferstehen? Ich fordere dich heraus. Mach heute den Dua. Sag, ja Allah, lass mich mit denen auferstehen, mit denen ich jeden Tag zusammen bin. Trau dich. Mach den Dua. Wallahi, wir machen den Dua, dass Allah uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit den Sahaba und mit den Besten der Gläubigen versammelt. Allahumma ashurna ma'a salihin. Amen. Ha? Möchtest du mit ihnen versammelt werden? Komm, mach den Dua. Mach ihn heute noch. Du machst das nicht und trotzdem lebst du wie sie. Schäm dich. Wallahi al-Azim, schäm dich. Mehr kann ich dir nicht sagen. Möge Allah azza wa jal uns vergeben für unsere Nachlässigkeit. Liebe Geschwister, die Kuffar, sie kamen zu den Gesandten. Und sie haben sich lustig gemacht über sie, liebe Geschwister. Und sie haben zu ihnen gesagt, und das waren mehrere Völker, die das zu ihren Propheten gesagt haben, sie sagten zu ihnen, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sie sagten zum Beispiel zu Nuh a.s. unter anderem, komm doch mit deiner Strafe, die du angedroht hast, wenn du wahrhaftig bist. Sind die Kuffar nicht ertränkt worden? Ja. Sind die anderen Völker von Lut a.s., sind die Völker von Saleh und Hud und allen, sind sie noch am Leben? Sind die Kuffar, die nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, sind sie noch am Leben? Antwort, Allah azza wa jal hat von allen die Seelen genommen. Und sie wurden bestraft. Kam das Vereinbarte? Wallah, es kam. Die Strafe kam auf diese Leute. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Wahrlich, die Verbrecher, schaut mal, wie Allah sie bezeichnet, sie haben sich über die Gläubigen lustig gemacht. Das ist ihre Art. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Und wenn sie an ihnen vorbeigingen, dann haben sie sich zugezwinkert. Guck mal, die sind Verrückte. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Und wenn sie zu ihren Familien zurückgegangen sind, dann haben sie gesagt, denn dass die Gläubigen irre gegangen sind. Subhanallah al-Azim. Sie folgten den Gesandten, die Allah zu den Menschen geschickt hat, und sie sagen über diese Gläubigen, dass sie in die Irre gegangen sind. Das war immer ihr Wesen, liebe Geschwister. Möge Allah azza wa jal uns weit von diesen Leuten entfernen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Und ich möchte meinen Geschwistern zum Schluss eine schöne Botschaft übermitteln, liebe Geschwister. Und was ist eine schönere Botschaft als die Botschaft, die wir in unserem Koran, den wir leider nicht so oft lesen, enthalten ist. Allah Azza wa Jal, er sagt zu den Kuffar, أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Sind nicht meine Zeichen zu euch gekommen, die ihr für Lüge erklärt habt? Die ihr für Lüge erklärt habt? Was sagen diese Kuffar am Tage der Auferstehung, wenn sie im Feuer sind, liebe Geschwister? Sie sagen und hört Allah Azza wa Jal, er hat die Leute dafür bestraft, dass sie sich über die Muslime lustig gemacht haben. Diese Kuffar sagen, an diesem gewaltigen Tag wären sie der Strafe ausgesetzt. Rabbana ghalabat alayna shiqwatana. O unser Herr, unser Gelüst hat uns überkommen. Jetzt. Unser Gelüst hat uns überkommen. Wa kunna qauman dallin. Und Allah Azza wa Jalla sagt, und sie sagen über sich selber, wir sind ein irregehendes Volk. Wann geben sie es zu? Hier in der Dunya? Nein, im Höllenfeuer. Zu spät. Wa kunna qauman dallin. Und wir sind ein irregehendes Volk, sagt Allah Azza wa Jalla, mit den Worten der Kuffar. Jetzt bitten sie Allah Azza wa Jalla, nachdem sie sich vorher über die Gläubigen lustig gemacht haben. Rabbana akhrijna minha fa in hudna fa inna zalimun. O unser Herr, schicke uns heraus aus diesem Höllenfeuer. Wenn wir herauskommen aus diesem Höllenfeuer und wir kehren zum Kuffer zurück, dann werden wir wahrlich Ungerechte sein. Allah weiß über sie Bescheid. Wenn sie zurückgeschickt werden, sie werden dasselbe machen, obwohl sie das Höllenfeuer gesehen haben. Allah Azza wa Jalla sagt in einer anderen Ayah, وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْ. Und wenn sie zurückgeschickt worden wären zur Dunya, dann werden sie genau dasselbe machen, was ihnen verboten worden ist. Genau dasselbe. Allahu Akbar. Allah kennt die Herzen. Das sind Verbrecher. In dem Moment, wo sie Schmerzen ertragen, sagen sie, ja Allah, lass uns heraus aus dem Höllenfeuer. Kaum sind sie in Sicherheit. Was werden sie tun? Sie werden zum Kuffer zurückgehen. Schaut mal, was Allah Azza wa Jalla sagt. Ichsa'u fi'a wa la tukallimun. Geht rein. Rein mit euch in das Höllenfeuer. Weit weg von mir. Und redet nicht mit mir. Allah, wo ist die Barmherzigkeit, die absolut ist, die sie Gott gegeben haben an dieser Stelle? Wo? Allah sagt, rein mit euch ins Höllenfeuer und redet nicht mit mir. Allahu Akbar. Wenn eine Person 100 Jahre im Kuffer gelebt hat und er nimmt sich die Zeit, nur eine einzige Minute, und er bereut bei Allah, so wird Allah bei ihm barmherzig sein. So wird Allah mit ihm barmherzig sein. Aber diese Leute, schaut mal, sie sind im Höllenfeuer und sie bitten Allah, dass er sie herausnimmt aus dem Höllenfeuer. Er sagt, rein mit euch und redet nicht mit mir. Barmherzigkeit Allahs ist nur in bestimmten Situationen für bestimmte Leute. Wenn du in das Höllenfeuer kommst, weil du, wal-iyadu billah, genauso gelebt hast wie die Kuffar und du wirst als Kafir sterben, dann wisse, Allah wird dich nicht mehr herausnehmen aus dem Höllenfeuer. Allahumma najjina minan nar. Allah Azza wa Jal sagt weiter, innahu kana fariqum min ibadi, wahrlich, eine Gruppe von meinen Dienern. Allah nennt sie meine Diener und das sollte dich stolz machen, lieber Diener Allahs. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. O unser Herr, wir glauben an dich. Und sie haben auch dafür was getan. Nicht nur mit der Zunge ausgesprochen. Schaut, was sie gesagt haben. O unser Herr, vergib uns. Du bist barmherzig und niemand ist barmherziger als du. Was sagt Allah Azza wa Jal? Nachdem er uns gesagt hat, es gab diese Leute, meine Diener, die haben mich um Vergebung gebeten, sie wollten meine Barmherzigkeit.
Allah sagt über die Kuffar, فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيَا. Ihr aber habt es euch über sie lustig gemacht. حَتَّ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي. Bis ihr das Gedenken an mich vergessen habt. Ihr habt nicht Allahs gedacht, weil ihr die ganze Zeit damit beschäftigt wart, o ihr Kuffar, euch über die Gläubigen lustig zu machen. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Und ihr habt euch über sie lustig gemacht, über die Gläubigen. Ihr habt sie ausgelacht. Subhanallah. Hört diese schöne Eier, lieber Bruder und liebe Schwester. Das ist jetzt die schönste Botschaft. Allah Azza wa Jalla sagt, إِنِّي جَزَيْتُمُ الْيَوْمْ بِمَا صَبَرُوا. Und ich habe sie heute für das belohnt, wofür sie Geduld gezeigt haben. وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. Und dass sie die Gläubigen, die Gewinner sind an diesem Tag, liebe Geschwister. أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dass sie die Gewinner sind an diesem Tag. Willst du nicht der Gewinner sein? Wir laufen auf den Straßen. Und ich sehe viele Leute, die haben ein Bart. Und jeder kann diese Worte bestätigen, die wir heute gesprochen haben. Allah Azza wa Jalla hat sie gesagt. Und es gibt viele, die machen sich über uns lustig, liebe Geschwister. Aber subhanallah al-Azim, machen wir dasselbe wie sie? Nein. Nein. Wir wissen, dass diese Leute Juhal sind. Unwissen. Was tun wir? Wir laden die Leute ein zum Islam. Wenn sie das annehmen, wallahi, so wird es zu ihrem Besten sein. Aber wenn sie sterben mit diesem Hass, mit diesem Neid, mit diesem Groll und mit diesem Hochmut, wallahi al-Azim, sie werden für ewig in das Höllenfeuer gehen. Das ist das Gesetz Allah. Ob das den Kuffar gefällt oder nicht, Allahs Gesetz. Und wir fordern die Medien heraus, sollen sie doch die Ayat aus dem Buch bringen. Sie bringen nur unsere Wörter, damit man den Leuten zeigt, das sind unsere Wörter. Wallahi, das sind nicht unsere Wörter. Alle Wörter, die wir gesagt haben, kann man im Koran nachlesen. Bringt die Ayat aus dem Koran heraus. Dann werden die Leute darüber nachdenken. Aber wenn ihr das präsentiert als einzelne Wörter, dann denken sie, die Menschen, ja, das sind die Worte von ihm. Nein. Ein Muslim darf nicht aus seiner Neigung sprechen. Wir reden hier über die Religion Allahs Azza wa Jalla und wir machen uns in keinster Weise lustig über die Religion. Sondern alle Wörter, die wir sagen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, findet man wieder im Koran und in der Sunna. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, wir laden euch ein zum Islam. Das ist die Tür, die ist offen. Und wenn ihr euch 30 Jahre über uns lustig gemacht habt, die Tür steht trotzdem offen. Wenn ihr bereuen wollt, wir sind da, wir helfen euch, wir werden euch begleiten, bi'idhnillah ta'ala. Aber wenn ihr nicht diesen Weg einschlagen wollt, dann sagt Allah Azza wa Jal, dass ihr für ewig im Höllenfeuer bleibt. Möge Allah Azza wa Jal uns vor dem Feuer schützen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung zu den Gewinnern zählen lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns niemals von der wahren Religion abweichen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns Standhaftigkeit geben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und seinen Gefährten versammeln. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.